Ein paar Tage ist es her, da habe ich eine Anzeige gesehen, die schon länger in den Foren kursierte. Zum Verkauf stand eine Sinn 103 STC. Vor ungefähr anderthalb Jahren wurde die Uhr vorgestellt in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Chronos, limitiert auf 100 Stück. Ich mochte sie damals nicht wirklich, weil ich kein großer Freund von Plexigläsern bin und auch immer noch nicht bin. Aber ich finde die Uhr einfach wunderschön und da sie jetzt zum Verkauf stand, was wirklich sehr, sehr selten ist, habe ich zugeschlagen und möchte sie euch in diesem Video vorstellen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Falls ihr es noch nicht getan habt, jetzt könnt ihr meinen Kanal abonnieren, unten rechts, oben rechts am Ende. Dann verpasst ihr auch keines der zukünftigen Videos. Aber jetzt direkt zur 103 STC. Ja, heute soll es um die Sinn 103 STC gehen. Also genau genommen um diese Uhr hier. Ach, wenn ihr da im Hintergrund irgendwas hört, das ist mein Hund, der macht hinter mir gerade seine gymnastischen Übungen. Ja, die Sinn 103 STC ist eine auf Retro designte Uhr, die viele Anleihen an historische Uhren nimmt und mit dem Reverse Panda V-Comprax Design mich sofort angesprochen hat. Und wäre es nicht um das Acrylglas gewesen, das Plexiglas, hätte ich wahrscheinlich von Anfang an zugeschlagen. Aber lasst mich euch die Uhr ein klein wenig im Detail zeigen und auch einen kurzen Vergleich ziehen zu der Guinan 361, die ich übrigens hier schon einmal etwas ausführlicher vorgestellt habe. Die Sinn 103 STC mit dem wunderschönen Reverse Panda V-Comprax Ziffernblatt ist auf 100 Stück limitiert. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Chronos als limitierte Sonderauflage vor ungefähr anderthalb Jahren herausgegeben. Man kann hier am Boden sehr schön sehen die Limitierung und dass ich die Nummer 23 von 100 habe. Zufälligerweise exakt die gleiche Limitierungsnummer, die ich auch bei meiner UX Sansibar habe. Dort ist es 23 von 500. Ein Zufall, den ich aber wirklich schön finde. Das wohl auffälligste an der Uhr ist das hochbauende Acrylglas, welches der Uhr einen ganz besonderen Schimmer verleiht und auch je nach Bewegung die Zahlen etwas verzerrt, was ganz typisch ist für ein gewölbtes Acrylglas. Verbaut in der Uhr ist ein Sellita SW510, welches nach meiner Erfahrung ein sehr gutes und sehr robustes Werk ist. Wie bei der historischen Vorlage wohl üblich, lässt sich der Drehring in beide Richtungen drehen, ohne Arretierung, nur durch die reine Reibung gehalten. Das ermöglicht ein extrem genaues Einstellen dieses Drehrings. Die Uhr hat einen Durchmesser von 41 mm und einen Bandanstoß von 20 mm. Die Gesamthöhe einschließlich des gewölbten Saphirglases und des gewölbten Stahlbodens beträgt 15,5 mm bei einem Gewicht ohne Band von 74 Gramm. Wenn wir ein kleines bisschen näher rangehen, aber dafür nehme ich mal die Makrolinse. Wenn wir ein klein wenig näher rangehen, dann erkennen wir die wunderschön gestalteten Totalisatoren
und das matt schwarze Ziffernblatt. Ihr könnt sehen, dass die Uhr in einem hervorragenden Zustand ist. Als ich sie gekauft habe, war noch die Folie auf dem Boden drauf und die Uhr war insgesamt foliert. Die SIN 103 STC kam ungefähr zum gleichen Zeitpunkt raus wie die Genan 361. Deswegen möchte ich die beiden Uhren auch einmal kurz nebeneinander stellen, um zu zeigen, wie ähnlich und doch verschieden sie sind. Wie gesagt, die 103 STC hat ein Acryl, ein Plexiglas, während die 361 ein Saphirglas hat. Die SIN kommt mit dem wesentlich traditionelleren und schlichteren Ziffernblatt. Die Genan 361 hat das in meinen Augen etwas vollere, modernere, aber auch etwas verwirrendere Ziffernblatt, insbesondere was die Skaleneinteilung betrifft. Ja, das ist sie also. Ich zeige sie euch noch mal kurz am Arm, denn das ist wirklich eine tolle Uhr und ich mag sie ausgesprochen gerne. So sieht sie am Arm aus, die SIN 103 STC.